Evil Act Special, der Interviewcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Interview-Podcasts. Bevor wir starten, muss ich noch einiges an, Hausarbeiten loswerden. Und zwar wird es einigen aufgefallen sein, dass es keinen Hauptpodcast in diesem Monat gegeben hat. Das liegt daran, auch beim vorigen Podcast schon mit dem Gore-Minister, war ja mein Co-Kommentator plötzlich verschwunden und nicht mehr auftreibbar. Der hat sich bis heute nicht wieder gemeldet, trotz Anfragen, trotz mehrfacher. Und dann habe ich gedacht, naja, dann suchst du dir einfach einen neuen. Hatte ich auch gefunden, der hat auch zugesagt und hat gesagt, boah, super, klasse, können wir zusammen Podcasts aufnehmen, mache ich auch gerne mit und ist zwar viel Arbeit, aber mache ich. Irgendwann so eine Woche, bevor es dann zur Aufnahme ging, hatte der plötzlich kein Internet mehr und ist jetzt auch nicht mehr erreichbar. Ja, ich sag jetzt mal so ganz einfach, ich gebe das jetzt einfach mal auf, konzentriere mich hier auf die Evil Ed Specials, weil ein Interviewgast bekomme ich eigentlich immer ganz gut wieder zurecht und ist auch für mich ein bisschen weniger Arbeit und interessant genug sind die Podcasts auch. So, zur heutigen Ausgabe. Ihr werdet es gleich merken, ich werde mich gleich umziehen bis zur Aufnahme, weil ich habe einen ganz besonderen Gast und da muss ich ganz toll gekleidet sein. Nee, daran liegt eigentlich nicht. Heute kommt zu uns der Kai Bogatski. Der hat diesen hübschen Film Scars of Xavier gedreht. Und über den Film und über die Dreharbeiten und über seine weiteren Projekte wollen wir uns mal ganz lange mit ihm unterhalten. Es wird so ungefähr ein Stündchen lang dauern. Ich habe die Aufnahme vor 3 Tagen gemacht mit ihm und musste dann beim Schnitt feststellen, dass die ersten 2 Minuten nicht zu gebrauchen waren, weil da irgendwie der Ton ausgefallen ist und teilweise geleiert hat. Kann man nichts machen. Deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt hier so eine neue Vorgeschichte noch aufzunehmen. Ihr seht es auch, ich bin jetzt auch schlechter rasiert als im Hauptpodcast. Sorry, aber ich hatte jetzt auch keinen Bock mehr, mich noch vorher zu rasieren. Ich zeige jetzt mal den Trailer zum Film und danach steigen wir einfach mitten in das Interview ein. Das heißt, sind vorher 1/2 Minute oder sowas, ist uns verloren gegangen. Und also wundert euch nicht, dass der Kai plötzlich anfängt zu reden und ihr nicht genau wisst, worum es geht. Das habt ihr ja relativ schnell raus. Es war noch nicht viel Wichtiges passiert. Er hatte sich eigentlich nur vorgestellt und ich hatte diese Einleitung ja schon mal gesprochen. So, jetzt zum Trailer und dann geht's in den Hauptpodcast. Tschö! Sake, where have you been there? Well, I was walking home and I live near. Was around. Where have you even been there? What's your story, by the way? You don't look like you're from here. I was born in England, lived here till I was 19. I had to move several times. But now I'm here in Prague. For now. Gotta do what you gotta do. I'm not going to hurt you. I'm going to kill you. I'm not going to hurt you. I'm going to kill. Ja, das haben wir dann mit Scars of Xavier dann ein paar Jahre später in Angriff genommen. Ja, das ist natürlich auch ein mutiges Projekt, ne? Also so ein
so einen Film einfach so selber auf die Beine stellen, ist natürlich schon ganz schön mutig. Das war nicht leicht. Ich wollte doch sagen. Und du sagtest eben, du hast vorher zwei Kurzfilme gedreht. Du hast das oft in dem Extras auf der Blu-ray, hast du das etwas anders formuliert. Hast du gesagt, so zwei mittelmäßige Kurzfilme. Habe ich mittelmäßig gesagt? Ja, du hast sogar noch etwas anderes gesagt. Also, du warst nicht ganz so zufrieden damit, oder? Oh, doch, eigentlich schon. Bin ich gerade darüber überrascht, was ich da im Making-of gesagt habe. Nachher nochmal selber reinhören. Deshalb war ich dann nämlich auch so verblüfft. Ich dachte, ja gut, vielleicht ist das der Grund, warum die nicht als bei den Extras dabei sind, weil da hatte ich eigentlich gewartet. Nee, die sind ja auch sowieso alle auf YouTube frei zugänglich. Ach so. Und den einen habe ich auf DVD auch in Eigenproduktion relativ schnell tatsächlich ausverkauft. Aber nö, unzufrieden bin ich eigentlich nicht. Deshalb, ich muss nachher noch mal ins Bonusmaterial reinhören. Da warst du wahrscheinlich im Eifer des Gefechtes, weil ihr sagt ja, es machte ja den Eindruck, als wenn ihr unglaublich viel Spaß auch hattet bei den Dreharbeiten, ne? Jetzt bei Xavier meinst du? Ja, also vom Team her. Also das Team passte ja wohl ziemlich gut zusammen. Also, wie gesagt, ja, das Witzige. Entschuldigung, ich wollte hier nicht ins Wort fallen. Das Witzige ist ja so, vom Team selber kannte ich vielleicht vorher 3-4 Leute. Den Rest des Teams, wir kannten uns alle untereinander gar nicht. Also, alle kannten dann irgendwie so mich irgendwie. Also, ich habe die alle so zusammengeholt. Aber dann der Tonmann hat dann noch einen Assi mitgebracht, den ich halt vorher überhaupt nicht kannte und sowas. Und das hat sich dann über die Drehzeit wirklich alles so richtig dicken Freundschaften entwickelt, wo auch heute noch die Kontakte gepflegt werden. Und also echt krass, wenn dann so wildfremde Leute dann auf einmal an einem Ding arbeiten. Alle geben von Anfang an irgendwie 1000%. Jeden Tag, keiner weiß, wohin führt diese Reise. Also es war schon echt krass. Aber wo kommst du jetzt her? Also du musst ja irgendwie genreaffin sein. Du kannst ja nicht so einen Film drehen, wenn du mit dem Genre nichts zu tun hast. Wurzel. Also die Wurzel ist in meiner Kindheit. Aha. Also auch so einer, der viel zu früh die bösen Filme gesehen hat. Ja, genau. Also das war irgendwie so mit 8 Jahren dann irgendwie halt hier das Original von Dawn of the Dead und sowas gesehen, ne? Oder mein Vater hat mich dann am Wochenende immer geweckt, wenn dann irgendwie irgendwas dann im Fernsehen lief, Omen oder The Fog oder sowas. Und ich habe auch in relativ jungen Jahren auch so meine erste Berührung halt mit Michael Myers gemacht, also mit der Halloween-Reihe, was mich halt komplett fasziniert hat, weil ich einfach die Figur Michael Myers so krass fand. Er trägt diese Maske, er redet nicht und schlachtet einfach alle ab oder sowas. Das ist einfach auch hier mein... Dings. Oh, das ist auch ein schöner. ja. Was war da noch im Hintergrund? War das der junge Michael Myers? Nee, das ist nochmal so ein... Achso, das ist nochmal ein normaler Michael. Nochmal eher als Erwachsener. Genau. Eher so ein Vierer-Michael. Ja, genau. Ein Halloween-Vier-Michael, und, wie er aussah. Genau. Und das hat sich halt immer... Also ich fand auch immer in Filmen immer schon die Bösen irgendwie am coolsten, muss ich sagen. Also sei es jetzt, wenn ich jetzt irgendwie... Klar, wenn man jetzt Star Wars geguckt hat damals, dann war natürlich Darth Vader, der war halt, ne... Boah, 1000-mal geiler als Luke Skywalker oder sowas. Guck mich an als alten Star Wars-Fan. Aber ich habe natürlich auch ein weiches Herz für Han Solo. Ich bin ja so der Solo-Typ. Okay. Ja, so der Abenteurer. Nee, auch sowas wie der Weiße Hai oder sowas habe ich auch schon als Kind verschlungen, wenn es im Fernsehen gelaufen ist. Und sofort Videorekorder programmiert und auch aufgenommen und dann am nächsten Tag direkt nochmal geguckt oder... ich weiß auch, damals auf ZDF haben sie damals den Batman von Tim Burton gezeigt. Irgendwie auch erst um 22 Uhr oder sowas habe ich auch Videorekorder programmiert und habe dann natürlich geschlafen, weil ich noch zu jung war. Und am nächsten Tag sofort die VHS-Kassette nochmal, also quasi abgespielt und sofort Batman geguckt. Und dann auch Jack Nicholson als Joker habe ich viel mehr abgefeiert als Michael Keaton als Batman zum Beispiel. Ja gut, also ich meine, das immer so den Hang zum Bösen. Den Hang zum Bösen, du, genau. Du bist also ein böser Mensch, grundsätzlich verdorben durch diese ganzen bösen Filme. Im Inneren, nach außen gebe ich mir. Oder ich versuche es. Das ist ja bei mir nicht ähnlich gewesen, nur eben dann 20 Jahre vorher. Ne? Weil ich musste die Sachen mir dann damals immer auf Super 8 besorgen. Und habe dann immer monatelang gespart, mir dann so eine 20 Minuten Super 8 Rolle besorgt. Aber auch schon viel zu früh die ganzen Sachen damals im Kino gesehen, weil damals konnte man als Kind noch ins Kino gehen, egal in welchen Film. Das war natürlich ein großer Vorteil. Ne? Natürlich, auf jeden Fall. Eine wichtige Frage.
Du hast einen Film namens Maniac bestimmt irgendwann mal gesehen, ne? Ich habe ihn irgendwann mal gesehen. Ich muss auch tatsächlich zugeben, ich habe das Remake vor dem Original gesehen. Wobei sich doch Xavier doch sehr, sage ich mal, an dem Original orientiert, von der psychologischen Seite. Das sagen tatsächlich sehr, sehr viele. Und ich muss wirklich sagen, und das kann man mir jetzt glauben oder nicht oder sowas, aber ich hatte beim Schreiben, ich habe ja mit Marc, der ja den Xavier spielt, wir haben ja zusammen ein Jahr lang an dem Buch und sowas zusammen gearbeitet. Ich hatte beim Schreiben weder Maniac noch Henry noch sonst irgendwas im Kopf. Also das waren jetzt wirklich dann tatsächlich, so doof es klingen mag, Zufälle, dass diese Parallelen tatsächlich aufgekommen sind. Aber es freut mich natürlich, wenn Leute Scars mit Maniac oder mit Henry zum Beispiel vergleichen, weil das sind halt nun mal die Klassiker im Serienkiller-Genre, ne? Eben. Ja. Naja gut, ich meine, jemand anders würde jetzt sagen, der Klassiker wäre dann Schweigen der Lämmer. Aber das ist nicht unsere Art von Klassikern, sag ich mal. Nee, auch ein super Film, aber geht halt natürlich schon wieder in eine andere Richtung. Ja, vor allen Dingen, weil Xavier ja genauso wie eben Maniac eigentlich grundsätzlich beim Protagonisten bleibt, also beim Bösewicht bleibt. Genau, ne, er geht genau. Ja, also das war auch meine Intention von Anfang an gewesen. Also ich wollte, und da war auch Marc komplett mit mir auf derselben Seite, wir wollten keine Side-Story irgendwie haben, dass irgendwie ein Polizist nach einem Serienkiller ermittelt oder so. Das hat man einfach schon tausendmal gesehen. Genau. Und ich wollte einfach dem Zuschauer keine Möglichkeit geben, sich auch nur in irgendeiner Sekunde des Filmes wohlzufühlen. Und deshalb ist der Zuschauer immer da, wo auch Xavier ist. Auch wenn man ihn jetzt von Anfang an in einer Szene zum Beispiel nicht sieht, weiß man, er ist da irgendwo. Genau. Das war meine Intention an dem Ganzen. Hatte ich nämlich auch nochmal drüber nachgedacht. Es gibt so ein, zwei Szenen, wo er nicht direkt im Bild ist, aber man weiß, er ist als Beobachter in der Nähe oder er ist auf dem Weg dahin oder er beeinflusst die Szene aus irgendeiner anderen Art und Weise. Aber er ist immer da und das Grauen ist also sozusagen immer zumindest im Hintergrund da. Genau. Und ich muss auch sagen, es ist einer der wenigen Filme, die mich dann auch wirklich richtig schockiert haben an einigen Stellen. Also ich sag mal, die Szene in dem Dancefloor, auf dem Dancefloor der Mord, der ist einfach, der sagt ja auch was aus über die Leute, die da rumtanzen. Genau. Das war auch unsere Herangehensweise an diese Szene. Weil einige haben mal kritisiert, so ja, da wird ein Mädchen auf der Tanzfläche abgeschlachtet und keiner kriegt es mit oder sowas. Und wir argumentieren dann immer so, ja, aber das spiegelt doch im Grunde genau unsere Gesellschaft gerade aktuell wieder. Richtig. Weil jeder ist auf sich selbst fixiert und scheiß drauf, ob der neben dir gerade am Verrecken ist. Hauptsache, du hast gerade den Spaß deines Lebens, weil der DJ so eine geile Musik auflegt. Und genau das wollten wir damit eigentlich widerspiegeln. Und da ist euch sehr gut gelungen. Und dann gibt es natürlich diese eine berühmte Mordszene, die alle möglichen Leute gespoilert haben in den Reviews. Ja, Außer mir. Ich hab ein Gefühl, ich weiß, welches. Deshalb, ich werde sie jetzt auch hier nicht spoilern. Ich finde, die Leute sollten sich diesen Film ansehen. Aber diese Mordszene wird wahrscheinlich auch in 20 Jahren, werden die Leute immer noch sagen, ach, das ist der Film mit dem Mord, ne? Das ist doch, also... Das wäre geil. Dann hätte ich mir so ein kleines Denkmal gesetzt. Ja, du hast auf alle Fälle dem Film damit ein Alleinstellungsmerkmal verpasst und der ist im Schnittraum entstanden, die Idee. Nee, die Idee, die ist tatsächlich, die Szene steht ja, also das habe ich auch im Making-of erzählt, die Szene steht so im Drehbuch schon drin. Mhm. Also ich hatte diese Idee schon von Anfang an. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie ich auf diese Szene gekommen bin. Also wie auf einmal die Idee dafür in meinem Kopf entstanden ist. Aber sie steht halt wirklich genauso auch im Drehbuch, dass sie halt genauso abläuft, wie sie halt im Film abläuft, mit dem Unterschied, dass es da halt in Xaviers Wohnung passiert im Drehbuch. Im Film haben wir es dann in eine Lagerhalle verfrachtet, weil es einfach größer und einfach auch nochmal eine andere Location dann war. Und ich habe das auch immer so den Crewleuten und Marc und all sowas erzählt, dass die Szene so und so aussehen wird, aber keiner konnte es sich irgendwie vorstellen. Also bei mir ist es halt, weil ich halt auch hauptsächlich vom Schnitt komme, denke ich halt auch beim Schreiben und auch beim Drehen, denke ich in den Bildern, die ich halt haben möchte, weil ich im Grunde schon genau weiß, wie schneide ich das dann hinterher. Und nachdem der Drehtag dann vorbei war, dann sind wir abends noch alle gemeinsam was essen gegangen. Also der Philipp Ratgeber, der die Effekte gemacht hat, der Philipp für die Kamera, die Annika und ihr Mann, meine Freundin und die Roberts, die Tonjungs und sowas und der Thorsten sind dann abends noch was essen gegangen. Und am nächsten Tag habe ich dann das Material eingeladen, auf eine Festplatte gesichert und habe einfach nur mal einen Clip genommen.
in mein Schnittprogramm reingezogen, weil ich selber noch nicht wusste, funktioniert das überhaupt, was ich da vorhabe. Und habe es einfach tatsächlich mal so gemacht, wie es dann halt sein sollte. Und nur dieser kurze Ausschnitt, das sah einfach super aus. Und dann habe ich die Szene, ich habe dann die Szene erstmal ganz normal geschnitten. Also ganz normal, wie sie halt, wie man es halt sieht. Und erst, wo ich dann mit dem Schnitt fertig war, habe ich dann das angewendet, womit es halt dann beginnt. Und es hat halt einfach dann super funktioniert. Es ist einfach. Wo dann noch die Musik vom Klaus Freundner dazu kam. Also der hat sich, glaube ich, 3 Tage lang oder 3 Nächte lang, der ist auch so ein Nachtaktiven, so wie wir. Wie wir alle eigentlich, ne? Wie wir alle, ja, genau. Deshalb, eigentlich bin ich auch noch gar nicht wach. der hat sich, glaube ich, drei... Ich habe gerade DHL. DHL. Ja, alles klar. Den muss man eben... Was ich gerade erzählen wollte, wo der Klaus dann, der hat dann die Musik ja komponiert auch vom Film. Und an der Szene hat er sich wirklich 3 Nächte lang sämtliche Zähne ausgebissen und sämtliche Haare gerauft, weil die einfach so, wie sagt man, so anspruchsvoll jetzt, anspruchsvoll ist vielleicht das falsche Wort, so schwierig für ihn war, tatsächlich zu komponieren, eben aufgrund dessen, was man halt im Bild sieht. Und er wollte das, was man im Bild sieht, wollte halt auch in der Musik gerne wiedergeben. Ja. Genau. Und da hat er sich wirklich, also die Nächte, 3 Nächte wirklich um die Ohren geschlagen, bis er dann wirklich zu einem Ergebnis gekommen ist, was ihn zufriedengestellt hat. Und wo er es mir geschickt hat, hat er gesagt, Klaus, Deckel drauf. Ist ja, ist erledigt, ne? Ist erledigt. Genau, ist auch. Ist auch brillant. Also wie gesagt, das ist eine so bemerkenswerte Sequenz, die wird in die Filmgeschichte eingehen. Und ich werde dafür sorgen. Ich werde es also immer weiter verbreiten. Ja, okay, alles klar. Dann kann demnächst eine aber wo wir gerade bei der Musik waren, ihr habt ja auch dieses wunderbare Titelthema. Genau. Das ist ja... Also ich sag mal, das ist ja so, als wenn Goblin plötzlich wieder lebendig geworden sind. Ne? Das ist doch sehr italienisch, ne? Ja, so einen leichten Touch kann man dem nicht abstreiten, auf keinen Fall. Wenn es auch so ein eingängiges Thema ist. Genau. Also das Original halt von dieser Melodie, das war ja von einer befreundeten Band von mir aus Krefeld. Krefeld waren die. Genau. Ecke. Genau, alles erreichbar. Und ich hatte den Song damals gehört, weil ich hatte irgendwann Lust gehabt, komm, schreibst du mal Bands an und fragst, ob du Musikvideos für die produzieren darfst und sowas. Und da habe ich halt diesen Song gehört und den fand ich halt so geil, eben wegen dieser Melodie. Wir haben dann für einen anderen Song ein Musikvideo gedreht, aber ich habe immer gesagt, ey, 3 AM, das ist irgendwie so mein Song, den möchte ich irgendwann irgendwie mal irgendwo verwenden, wenn ich darf. Und mit der Band auch, mit dem Sänger und allem, freundschaftliches Verhältnis tatsächlich dann auch aufgebaut, und wo ich dann gesagt habe, jo, es ist soweit, ich drehe jetzt halt meinen ersten Film, Scars, darf ich die Melodie von 3 AM verwenden fürs Titelthema und darf ich den Song auch im Film abspielen? Und er so, mach, ist geil. Und dann habe ich dann dem Jan Loamfield von Noise of X, habe ich dann quasi den 3 AM-Song geschickt und habe gesagt, mach mir aus dieser Melodie, mach mir mal bitte was im Noise of X-Style. Weil er auch sehr in der Industrial-Szene und sowas unterwegs ist und sehr, 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 sehr bekannt ist. Und ja, dann hat er halt dieses Mainstream halt abgeliefert und mega. Und der Kontakt zu Jan, der kam halt auch durch den Sascha Goldbach, der ja halt Scars halt auch mitproduziert hat. Und ja, so kam das dann, ja. Dann seid ihr mit dem Film mal eben nach New York geflogen. So, mal eben. Ja, genau. So. Genau. Nee, wir haben nachdem der Film fertig war, uns war halt von Anfang an klar, wir reichen den an Festivals ein und versuchen so weltweit nach Möglichkeit so ein bisschen Prestige für den Film halt zu gewinnen, damit man dann im Grunde besser in die Verhandlungen gehen kann, den Film irgendwo zu verkaufen. Und ja, ein Festival in New York hat uns dann halt eingeladen, Marc, Sascha und mich. Sascha konnte dann aus privaten Gründen an dem Termin, musste er dann leider kurzfristig absagen. Ja, und dann sind Marc und ich alleine nach New York geflogen für, ich glaube, 3 Tage oder 4 Tage. Und ja, haben wir dann am ersten Festivalabend, also der Film hat halt das Festival eröffnet. Das war der erste Film des Festivals, was halt schon ziemlich cool war. Und er wurde halt mutig, ne? Absolut, absolut. Und er wurde halt von dem New Yorker Publikum da echt wirklich gefeiert. Also er wurde so dankend angenommen, der Film. Auch am letzten Tag des Festivals kamen immer noch Leute zu uns und gesagt haben, dass Scars der beste Film des Festivals gewesen wäre und sowas. Und das ist natürlich schon, hört man gerne. Wie ist er denn hier in Deutschland angekommen? So bei den Festivals? Auch ziemlich. Festivalsmäßig
war jetzt hier nicht ganz so viel. Also es war eher international. Also wir liefen auf dem Weekend of Fear, da haben wir auch gewonnen. Beim ersten Dead Dance Award, der ja auf der House of Horrors Convention stattgefunden hat, da haben wir den teilgenommen und auch gewonnen tatsächlich als besten deutschen Independent-Film. Und das war im Grunde so festivalmäßig tatsächlich so mein letztes Goal, was ich irgendwie erreichen wollte, weil der Mike Blankenburg, der ja die Dead Ends verfasst, der hat auch Scars im Grunde von Anfang an begleitet und supportet und ohne Ende. Und wo er dann irgendwann mal gesagt hat, ja, er macht jetzt einen Dead Ends Award, war das für mich so, boah, dieses Ding, das will ich gewinnen, das will ich haben. Und das war so wirklich so mein letztes Ziel irgendwie, was so die Festival-Route anging. Und als wir das dann tatsächlich gewonnen haben, war ich natürlich mega glücklich. Wo dann auf der Convention bekannt wurde, jo, Scars hat gewonnen. Aber es gibt ja auch nicht so viel Konkurrenz im deutschen Bereich, ne? Sag ich jetzt mal. Also außer Timo, der ist natürlich großartig. Ich habe die Leichenmühle ja noch nicht gesehen. Ich warte ja, dass ich den mal irgendwann zu Gesicht kriege. Ja, dann hatten wir ja den Blattfies letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Genau. Den du geschnitten hast. Auch ziemlich. Genau. Der sah auch richtig gut professionell aus. Hatte ich eigentlich gar nicht erwartet von Marcel. Ach du, Marcel hat sich echt, also von den... Der hat sich gemacht, man darf ja. Man darf an die ersten Sachen halt natürlich, wie genau bei mir, man darf so an meinen, zum Beispiel mal, ich habe ja als allererstes so einen Halloween-Fanfilm mit Freunden gedreht, ne? Das wissen eigentlich auch die wenigsten, aber das davon kann man natürlich nicht mehr mit den Sachen mit heute vergleichen. Da stecken auch jetzt vor allem bei Marcel ganz andere Budgets und ganz andere Möglichkeiten hinter, als wir es damals noch zu Camp Corpses, sage ich jetzt mal. Also, ja, gut. Und Blattfies war eine geile Zeit. Also da war ich auch 3 Wochen am Set mit dabei gewesen, den kompletten Dreh. Und es war wirklich geil. Ja, der hat mich auch schwer überrascht. Das war auch so ein Filmchen, wo ich gesagt habe, ach, ja gut, mal sehen, was er da so zusammenzaubert. Und das ist so der erste Marcel-Walz-Film, wo ich gesagt habe, ja, das ist das, was ich sehen will von ihm. Und das soll auch nicht weitermachen. Und also nicht hier wie C2 oder sowas, so Auftragsarbeiten, das ist nicht so ganz seine Richtung, da finde ich. Ne? Er muss schon seinen eigenen Kopf da irgendwo durchsetzen. Ja. Ja, generell, die Independent-Szene in Deutschland. Sag mal, habt ihr es schwerer als die Amis? Ja, ne? Ich weiß nicht, wie die Independent-Szene in Amerika abläuft. Aber. Ja, gut, die werden zumindest im Kino gezeigt. Das stimmt. Ne? Ja, also, aber auch nicht alles. Aber klar, ich meine, in Amerika hast du natürlich sowas wie Blumhouse, ne? Die dann. Richtig. Trotz allem für mich immer noch sind es Independent-Filme, was die rausbringen, weil es ist halt ein kleines Budget. Aber die werden halt dick über Universal und was weiß ich nicht vertrieben. Und ja, jetzt hier in Deutschland. Tja. Ich meine, geh mal mit Scars an, sag ich mal, Jugendfilm ran und sag, verleiht den doch mal. Oder Columbia oder so. Ja. Ist doch mal eine Idee. Also hier in Deutschland, weiß ich nicht, bist du im Grunde, wenn du einen Genrefilm machen möchtest, da beißt du dir wirklich die Zähne aus. Also du hast hier und da sind natürlich welche, die produzieren dich oder geben dir ein bisschen Geld, aber es ist natürlich noch weit weg von. Es ist halt weit weg von den Blumhouse-Budgets, die man halt kriegt. Und ich glaube, das wird man auch hierzulande schwierig. Also Filmförderung ist sowieso ein korrupter Haufen, da brauchen wir es gar nicht versuchen. Also ich hatte auch tatsächlich einmal mit einer von der Filmförderung telefoniert. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, um welches Projekt. Ging es um Scars? Oder ging es um irgendwas anderes? Ich weiß es nicht mehr. Und da ging es halt so um Nachwuchsförderung. Und ich dachte mir so, ja, ich bin ja im Grunde Nachwuchs, ne? Ist ja mein erster oder vielleicht zweiter Film. Und ich war sofort in der Schublade drin bei dieser Frau, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Ich hätte sagen können, was ich wollte. Ich war auch kurz davor, wirklich am Telefon auszurasten und die alte Frau, die alte da wirklich in Grund und Boden zu beleidigen, bin ich ganz ehrlich. Weil die mich sofort so extrem abgestempelt hat und in so eine krasse Schublade reingepackt hat. Und nee, da kann man vergessen. Ja, und da will ich auch einen Bogen drum machen. Es ist eigentlich seltsam, ne? Wo die Deutschen doch damals eigentlich den fantastischen Film begründet haben. Eben, das ist es. Gut, wir hatten dazwischen diesen Vogelschiss, der war da mal irgendwann dazwischen, der Vogelschiss der Geschichte. Der hat uns ein bisschen zurückgeworfen, aber danach haben wir dann Heimatfilme gedreht und Teenie-Komödien und Sexfilme und
Da war nichts mit Genre mehr. Das war dann alles weg plötzlich. Nee. Und das ist halt schade, weil es gibt halt echt so viele Leute, die halt wirklich geile Ideen haben und denen es einfach an den Mitteln wirklich fehlt. Dann hast du klar halt die Leute, wie zum Beispiel wie Stefan Schwenk zum Beispiel, der seinen One-Truck da über Crowdfunding finanziert und auch gar nicht wenig Kohle damit gemacht hat eingenommen hat. Aber hätte da einmal die Förderung oder sonst irgendwie gesagt, jo, du hast jetzt hier eine 500.000, mach uns Montrag, bring uns den deutschen Vampirfilm in großen Stil zurück. Montrag ist auf jeden Fall ein guter Film geworden. Definitiv. Ich mag den auch sehr gerne und ich mag auch den Stefan total gerne. Aber wenn da jetzt wirklich auch mal eine Förderung hinter gewesen wäre, die gesagt hätte, hier, du hast eine 500.000, mach es. Es wäre nochmal. Eben. Noch ein Stück drüber. Ne? Es wäre man muss ein Stück halt leider gewesen und es hätte vielleicht auch mal einen vernünftigen Kinostart gekriegt und nicht dieses limitierte. Das auch. Diese richtig, limitierte richtig. Scheiße. Entschuldigung, dass ich das richtig. So sage. Und ich bin ja auch in regelmäßigem Kontakt mit dem Stefan, weil wir im Grunde so im ähnlichen Boot saßen. Er mit Montrag, ich mit Skars und wir haben uns immer ausgetauscht. Gibt's was Neues? Und wir standen vor denselben Problemen und vor denselben Hürden, unseren Film hier rauszubringen. Also, das ist ja, halt echt schade. Dann kriegst du so einen limitierten Kinostart irgendwann im Programmkino mitten in der Woche um 23 Uhr. Yay! Genau. Super! Genau. Ohne, dass es beworben wird. Das hast du sowieso nicht. Weil du hast ja keine FSK. Du kriegst ja keine Werbung dann. Ja, genau. Wobei Montag hat, meine ich, eine FSK. Hatte mittlerweile Montag eine. Montag hat eine. Ja. Ja. Der ist auch, glaube ich, im MRA erschienen, mit FSK 16, meine ich sogar. Wenn ich mich jetzt wenn ich das als Bullshit sage, korrigiere mich. aber hier mit FSK... Das wird nichts, ne? Das wird nichts. Hast du gar nicht erst versucht? Wäre doch mal lustig gewesen. Ich hatte es angesprochen beim Vertrieb, aber die wollten halt im Grunde erstmal, klar, diese schöne Mediabook-Edition und alles, das wollten quasi austesten, wie verkauft es sich und all sowas. Und ich weiß nicht, ob das FSK-Thema schon vom Tisch ist oder nicht. Ich habe es aber auch nicht mehr angesprochen. Das ist ja auch nochmal eine Investition, ne? Es kostet halt auch nochmal Geld, ja. Und wenn du dann durchfällst, dann machst du die Schnitte und darfst dann nochmal bezahlen. Und ja, und vor allen Dingen, also, dadurch, dass du die Schnitte machst, bezahlst du sowieso, weil den kauft dann keiner mehr. Also von den Leuten, die sich dafür interessieren, die werden dann sagen, wie, was soll ich mit der geschnittenen Fassung? Die will ich ja nicht sehen. Ja, ja. Hast du die Preise von der FSK, die aktuellen, eigentlich im Kopf? Was die jetzt für einen Meter nehmen? Weil also das war damals schon so horrormäßig, also das muss ja jetzt in unendliche Höhen gegangen sein. Also ich weiß das aus den 80ern noch, da hatte ich noch Kontakte mit einigen Leuten, die man wirklich gewagt haben, ihren Film vorzulegen. Und die sagten auch, ja, das ist ungefähr unser Budget, was wir alleine drauflegen, damit wir das Ding über die FSK und damit in den Videoverleih reinkriegen. Ja. Weil du konntest ja damals auch in den Videoverleih nicht rein. Nee, doch, ging nicht. Nee. Na? Und das hier ist jetzt hier mit den Mediabooks, das ist natürlich, das wird dann über Österreich vertrieben, dann kannst du das machen. Und du kannst, theoretisch kann ich ja auch zum Mediamarkt gehen und kann sagen, ich möchte gerne Scars of Serbia haben. Genau, also wenn man es weiß, du kannst den auch. Ja, aber wenn man es weiß, du kannst den tatsächlich auch das Mediabook hier regulär über die Online-Shops von Saturn, Mediamarkt, Amazon, du kannst sie da überall bestellen. Die dürfen halt nur nicht im Geschäft stehen, aber über Online-Verkauf ist kein Problem. Also wenn du auf Mediamarkt gehst und gibst Gas auf Xavier ein, siehst du die Mediabooks. Also Leute, ne, ihr wisst, wo ihr jetzt anzuklicken habt. Aber ich meine, Links sind sowieso alle in der Beschreibung drin. Also da werden wir so für sorgen. Ich bin sowieso der Meinung, jeder, der dieses Interview hört, muss den Film erstmal kaufen. Unbedingt. Dann also, dürfen die weitergucken. Mach am besten ganz am Anfang eine Warnung rein, vor dem Interview. Genau. Erst den Film kaufen und dann Interview gucken. Genau. Man muss ja wenigstens fair sein, ne? Ja, genau. Also Scars läuft und ich sag mal, der wird sich auch verkaufen. Der wird ja jetzt schon relativ selten sein. Also einige Ausgaben sind bestimmt schon ausverkauft. Die Leute sollen sich Ich habe noch keine Zahlen bekommen. Also ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber was ist denn so in der Pipeline? Ich meine, du wirst ja jetzt nicht sagen, ich habe jetzt einen guten Film gemacht und jetzt habe ich also den Baum gepflanzt, das Kind gezeugt, den Film gemacht. Das war's. Nee, also es brennt und juckt mir natürlich in den Fingern halt einen zweiten Film zu machen oder einen zweiten Spielfilm zu machen. Und da muss ich halt an etwas denken, was mir der John LaFia mal erzählt hat, der Regisseur von Chucky 2. Den hatte ich mal interviewt für Birnenblatt. Und dann waren wir dann noch so einen halben Tag in Köln unterwegs. Da habe ich ihn halt auch erzählt, ja, ich bin ja auch Filmemacher und habe jetzt meinen ersten Film und all sowas. Und er meinte, einen Film kann jeder machen. Schwierig ist es, einen zweiten Film zu machen. Und das ist dann
Und wenn du einen zweiten Film gemacht hast, dann bist du ein Filmemacher. Und das ist so, das habe ich mitgenommen, das behalte ich auch im Kopf, was er mir gesagt hat, der gute John, der ja leider vor kurzem verstorben ist. Und ja, deshalb ist halt mein Ansporn natürlich, auch auf jeden Fall weiterzumachen, um halt auch unter anderem John halt stolz zu machen mit dem, was er mir auf dem Weg mitgegeben hat. Und ja, da habe ich jetzt halt auch ein Drehbuch geschrieben, das ist auch fertig, es ist auch übersetzt und es liegt jetzt halt aktuell beim Produzenten und bei einem potenziellen Co-Produzenten, der durch das Treatment schon mal Interesse an dem Projekt hat, mit einzusteigen. Und ja, jetzt halt abwarten, was er zum Drehbuch sagt und ob wir das Budget für den Film zusammenbekommen. Also komplett ist deutsche Produktion oder sind das US-Produzenten, wo du dran bist? Englischsprachig, sagen wir es mal so. Also schon für den internationalen Markt gedacht. Du denkst ja, auch, also es wird auch wie Scars definitiv auf Englisch wieder produziert. Also ja, das auf jeden Fall. Ist halt gerade eine sehr spannende Phase und ich warte jeden Tag auf eine E-Mail, auf das Feedback vom Drehbuch, wie er es findet. Ich drück jetzt schon mal. Danke. Nee, und darüber hinaus war ich ja jetzt auch noch Teil von der Ill-Anthology. Die Corona-Anthology, ne? Nee, im Grunde kann man sagen, die Nostradamus-Anthology, weil wir haben Ill letztes Jahr produziert. Also im Grunde. Ich hatte es auch irgendwann mal gesagt, wenn ich mir jetzt so meinen Beitrag da angucke, fühle ich mich echt so ein bisschen wie Nostradamus. Vor allem, das war so mitten in den ganzen Lockdown-Gedöns. Nee, da kam halt der Domiziano Cristofaro auf mich zu, der halt in Italien das, oh Gott, wie heißt das nochmal? Ich komme nicht mehr auf den Namen des Festivals. Da haben wir auf jeden Fall auch Scars of Xavier gezeigt und haben da auch einen Preis gewonnen. Und seitdem bin ich halt auch mit dem Domiziano halt in Kontakt und der meinte halt, ey, lass uns doch mal hier irgendwie so eine Anthology drehen über, haben wir Ideen gesammelt, worüber könnten wir das machen? Und dann kamen wir auf die Idee über ein Virus, was halt die Menschheit befällt und ausrottet und was auch immer. Und ja, da hat halt der Domiziano einen Beitrag geleistet. Dann der, ich hab's nicht so mit Namen. Da sind wir uns sehr ähnlich. Ja, warte. Es ist sehr super peinlich, aber ich guck mal ganz schnell. Ja, googeln gehört bei einem guten Podcast dazu. Wir haben ja hier unseren Gruppenchat. Ach so. Ja, der Lorenzo Dante Zanoni hat einen Beitrag gedreht und der Lucio Royas, der ja den Trauma zum Beispiel gemacht hat. Also wir vier haben quasi einen Film gemacht, wo jeder einen Kurzfilm abgeliefert hat, die dann aber so aufeinander aufbauen. Und meine Story, The Cabin heißt die, mit Max Evans in der Hauptrolle, spielt halt quasi dann schon so am Ende der Menschheit in der postapokalyptischen Welt, wo dann ein Vater versucht, seinen kranken Sohn irgendwie von diesem Virus zu heilen. Und da geht es halt auch ein bisschen ans Eingemachte. Ich habe ihn ja, gebe ich ja zu, das habe ich ja schon gesehen, das Teil. Und doch, da habe ich schon gemerkt, da hat einer tatsächlich einen Stil, der mir gefällt. Also der auch mit einem Kurzfilm mich noch überzeugen kann. Danke. Doch, deshalb, ich halte dich im Auge. Du kommst nicht weg. Alles klar. Naja. Und so leicht lasse ich die Leute nicht mehr entkommen, wenn ich die einmal in meinen Fängen habe. Okay, jetzt steigt der Druck, wieder abzuliefern. Wo sitzt du eigentlich? Also auf deinem Balkon? Ich sitze gerade auf dem Balkon. Du wirst von Katzen belagert und sitzt auf dem Balkon. Nee, die Katzen habe ich jetzt ausgesperrt oder eingesperrt. Die sind in der Wohnung und ich bin draußen. Aber bist du Rheinländer, ne? Ich bin jetzt quasi frisch nach Essen gezogen. Von Velbert nach Essen. Ja, also ist natürlich eine weite Strecke. Also da hast du ja schon ganz total, schön langen total Umzug gehabt. Absolut. Ja, aber ich habe schon gemerkt, so der Rheinländer ist schon da. Also wir beide sind schon auf einer Ebene da irgendwie. Also vom Humor her auch, glaube ich. Also, doch, ich glaube, das geht ja aber auch so allgemein mit den meisten Leuten Hand in Hand. Ne? Also man lacht ja schon in der Umgebung schon meistens über dieselben Sachen irgendwie, da zu denselben Humor. Ja, also es ist eine sehr freundliche Gegend. Essen ist ja auch nicht schlecht. Ja, klar gibt es hier und da Stadtteile, da will man nicht gerade durchlaufen, aber das ist überall. Gut, dann stelle ich dir jetzt mal die brutalste Frage überhaupt. Nenn mir mal drei deiner liebsten Horrorfilme.
3 meiner liebsten Horrorfilme. Ohne Rating. Also ich will die jetzt nicht in der Reihenfolge oder so. Einfach nur 3 deiner Liebsten. Ja. Damit ich die mal einordnen kann. Also ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Halloween, definitiv. Mhm. Omen. Mhm. Und was würde ich jetzt als dritten nehmen? Oh, was Neues. Was hat man denn neu jetzt mal gewonnen? Oh, da wird schwierig. Da wird schwierig. Ich bin tatsächlich, viele waren immer so, aber ich bin ein riesen Saw-Fan. Mhm. Ja, also aber auch von der kompletten Reihe durchweg. Mhm. Also ich kann die gucken, ich finde es einfach super. Echt? Also ich meine, ich finde die Splatter-Effekte toll, vor allem, weil da viele noch handgemacht sind. Aber die Story fand ich dann doch schon an den Haaren herbeigezogen, speziell in den späteren Teilen, wo der Jigsaw eigentlich schon tot war. Dann ja, das Witzige bei Saw ist halt, ist es bei mir genau umgekehrt. Also da geht es mir gar nicht darum, wie die Leute da zerfetzt oder gefoltert werden. Ich finde tatsächlich die Story geil. Wie sie so von Teil zu Teil immer mehr so ineinander übergreift. Und dann, ich stehe sowieso auf diese ganze Polizisten-Ermittlungssachen und deshalb, da holt mich halt die Saw-Reihe komplett ab. Das ist halt voll auch irgendwie meins, ja. Ich hatte ja also mehr so ein bisschen mit Exorzist gerechnet, so als Cutter. Ja, Exorzist ist definitiv, klar, ist ein geiler Film, ist ein absoluter Meilenstein. Aber ich glaube, ich habe den tatsächlich auch damals zu oft gesehen. Also ich kann den jetzt gar nicht mehr so häufig irgendwie gucken. Gleich hier und da habe ich da mal Bock drauf. Aber ich würde einen Omen tatsächlich dem Exorzisten vorziehen. Ja gut, der hat Gregory Peck. Ja. Ne? Ich meine, das ist schon allein ein Grund genug, den Film immer wieder zu gucken. Also, absolut, absolut. Bei den Neueren ist bei mir eben Hereditary. Das steht bei mir jetzt ganz oben im Moment. War nicht echt? Meins. Das ist mir zu, genau wie dieser Midsommar. Das ist mir alles zu... künstlerisch. Zu künstlerisch wertvoll sein irgendwie. Also... Ist nicht meine Richtung. Der hat mich so gut gepackt, weil ich den das erste Mal wirklich im Kino gesehen habe und ziemlich unvorbereitet. Ne? Also wir haben eine Pressevorführung gehabt und dann haben die uns vorher lecker Nusskuchen gegeben, weil da ist ja diese Szene mit dem Nusskuchen drin. Ja. Und dann sitzt du da drin und wir haben hier wirklich, unser Atelier ist wirklich ein tolles Kino, ist zwar ein kleines Kino, aber die haben eine super Soundanlage. Und wenn du den Film mit der richtigen Soundanlage siehst und der hat im Hintergrund so diese binauralen Bässe, dieses Das Gefühl gehabt, dass da im Nachbarraum irgendwas passiert und du das irgendwie so ins Kino mit reinschallen. Es war unglaublich, das Erlebnis. Er bringt es auf Video nicht ganz so, das gebe ich zu, aber im Kino war das... Ich habe den auch im Kino gesehen, tatsächlich. Da habe ich aber damals, er lief halt leider nicht in dem Kino, wo meine Freundin nicht sonst immer hingehen, weil da ist dann wirklich Leute, die wollen den Film gucken und hängen nicht... während des Films am Handy oder quatschen miteinander. Und leider lief Hereditary nur im Cinemax hier. Und du hattest halt wirklich um dich herum Leute, die am Labern waren und im Film schon gesagt haben, dass der Film scheiße ist und all sowas. Vielleicht konnte ich mich auch nicht komplett auf diesen Film einlassen, weil einfach auch das Publikum drumherum gestört hat. Aber ich hatte auch bisher keine Motivation gehabt, mir den Film nochmal anzugucken. Aber du lebst ja in Essen eigentlich so, sag ich mal, im Kino Königreich, ne? Ihr habt die Lichtburg, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist Lichtburg das nicht ein schöner Laden? Oh, die Lichtburg ist der Knaller. Das ist schön, aber genauso wie das Astra-Kino, das gehört ja auch alles zu dieser Essener Filmkunst-Theaterkette. Ja. Wie heißt denn das nochmal? Ich glaube, Filmstudio Glück auf oder so, meine ich, heißt das, haben die ja auch noch. Da war ich leider noch nicht drin. Aber klar, Lichtburg, es sticht natürlich komplett hervor. Dieser Saal, Das ist für mich seit den 80ern, ist das zweimal im Jahr, muss ich nach Essen fahren, muss einfach nur ins Kino gehen, egal was läuft. Und glücklicherweise zeigen die ja auch noch ab und zu einen richtig guten 70mm-Film. Ne? Also, das ist richtig, ja. Dann bringen die da mal so einen Lawrence oder so einen Ben Hur. Und doch, also wenn man die dann im Kino sieht, sind die doch anders als im Fernsehen. Absolut, ja. Das Letzte, was ich in der Lichtburg gesehen habe, war Joker. Im englischen Originalton und das war einfach, dieser Film. Das ist auch so ein Ding, wo man sagt, wie kann man solche Filme heute noch drehen? Das ist doch wirklich ein Wunder. Genau. Vor allen Dingen gerade in diesen Superhelden-Zeiten, wo du eigentlich immer nur die Gummistraps-Anzüge da hast, dann plötzlich so einen richtig guten Superhelden-Film zu drehen. Aber gut, hatten wir ja mit Logan auch schon.
Logan war ja auch so ein Überrascher. Also. Genau. Obwohl, bei Joker habe ich auch schon gedacht, ist doch schon irgendwie so ein bisschen Rip-Off von King of Comedy, ne? Von dem Scorsese. Ja, King of Comedy steckt natürlich drin, auf jeden Fall, und halt auch Taxi Driver. Ja, ja, absolut, absolut. Also ist ein Scorsese, aber es ist nicht schlimm. Erklärung. Nein. Eben. Warum soll eine Liebeserklärung so schlecht sein? Ich finde eben halt auch, dass es zum Beispiel Joker, weil halt auch eben oft King of Comedy oder Taxi Driver zum Beispiel erwähnt werden. Viele von den jungen Leuten kennen diese Filme ja zum Beispiel gar nicht. Also für mich wäre das dann zum Beispiel so, wenn ich jetzt 20 wäre, 16 wäre, was auch immer, und ich lese und ich finde Joker super und lese, oh ja, Taxi Driver und das, dann hätte ich ja echt Bock darauf, mir genau jetzt auch mal Taxi Driver dann anzugucken, einfach die Leute an die Klassiker ranzuführen. Und das finde ich dann, hat Joker gut gemacht. Ja, zumal es eben auch wirklich auch noch ein guter Film ist, da stört mich das dann weniger, ne? Wenn natürlich ein anderer nur versucht, durch Referenzen gut zu sein und ansonsten nichts zu bieten, dann ist das auch scheiße. Eben, ja. Hast du eigentlich Kontakt zu Frank Henenlotter oder William Lustig? Nee. Gar nicht. Da müsste man doch mal was organisieren. Weil Henenlotter habe ich ganz hab ich öfter mal Kontakt mit. Ich glaube, der müsste Scars auch mal sehen. Ich glaube, das wäre auch einer, der Interesse dran hätte an so einem Film. Ja, dann leit mal was in die Wege. Also dass wir dem vielleicht doch mal eine Kopie zukommen lassen. Ich würde übrigens meine Aussage von gerade eben nochmal revidieren mit Saw und würde Saw durch Shining austauschen. Oh ja, Kam jetzt. Ja, aber den hast du auch nur auf Video zuerst gesehen, ne? Den Shining. Ja. Er lief ja neulich, vor kurzem in der Lichtburg tatsächlich. Mhm. Ich hatte auch Karten, aber leider haben wir es dann aus irgendeinem Grund doch nicht geschafft, leider. Den hätte ich echt super gerne auf der Leinwand gesehen. Weil den habe ich damals bei uns hier in Düsseldorf im Savoy gesehen. Savoy ist ja auch fast so groß gewesen damals. Und da bin ich auch rausgegangen und war ganz klein, also mit Hut. Weil ich hatte da schon einiges gesehen und der hat mich so richtig umgehauen. Der hat mir auch richtig wehgetan teilweise, weil der geht einem ja auch an die Nieren. Absolut. Was ja ein guter Horrorfilm auch machen muss. Der muss ja auch unangenehm sein. Genau. Was der Scars auch wunderbar schafft am Ende. Mhm. Weil man hat ja doch am Ende so ein bisschen Mitleid, ne? Wenn man weiß, es ist doch ziemlich auswegslos alles. Gibt kein richtiges Happy End irgendwie. Nee, also ein Happy End hat er definitiv nicht. Und was halt auch, wir hatten ja jetzt vergangenen Samstag, hatten wir in Altena im Apollo-Kino, hatten wir ja ein Screening gehabt von Scars, haben wir den ja auch schön auch auf einer großen Leinwand und sowas gezeigt. Wo dann auch Leute dann zu mir dann nach dem Kino, also der Film kam super gut an, alle fanden den echt klasse und dann, wo dann einige meinten, oh, der Film hätte aber ruhig jetzt für mich noch so 20, 30 Minuten länger gehen können, weil so plötzlich ist er zu Ende. So, ja, aber genau das wollte ich. Ich wollte einfach den Zuschauer wirklich so einen Schlag in den Magen verpassen am Ende, den er nicht vergisst und sich danach auch echt scheiße fühlt und ja, ich, wenn man den, auch so ein paar Kritiken liest, ist es gelungen. Ich habe den hier auch mit einem Freund gesehen, der also auch schon so einiges an, sage ich mal, Schlägen in den Magen hinter sich hat, filmische. Und der war auch, am Ende saß der auch hier und sagte mal, das ist doch kein deutscher Film. Doch, ja. Das ist ein deutscher Film, das gibt es auch aus Deutschland. Also wir können das auch noch. Sag ihm mal Danke von mir, unbekannterweise. Ja, das würde er hören. Also die hören das ja auch. Danke. Ja, also es sind meine 3-4 Freunde, die sich die Podcasts anhören, sonst sowieso keiner. Okay. Ach so, ja, das ist genau wie meine Artikel, die liest auch keiner, außer den Leuten, denen ich die schicke und dann ist das auch durch. Okay. Wir sind ja hier in Deutschland. Ja, richtig. Ja. Was hast du denn so von der Zensurrepublik Deutschland schon mal mitgekriegt? Hast du schon mal Probleme mit denen gehabt? Nö, ne? Da ihr mit ich der FSK nicht, nichts macht? Nö, also jetzt Scars war ja jetzt nicht FSK unterwegs. Ich habe tatsächlich damals bei meinem Studium, mussten wir ja am Ende eine Facharbeit schreiben und ich habe tatsächlich meine Facharbeit über die FSK geschrieben. Oh. Also da bin ich dann tatsächlich damals sehr in diese Thematik eingetaucht und habe dann, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten ich verfasst habe, auf jeden Fall, es war so eine dicke Facharbeit am Ende. Habe dann auch noch sogar eine DVD zur Facharbeit produziert, wo ich dann halt auch internationale Versionen
Und was den deutschen Kinogänger vorenthalten würde. Ich glaube, Texas Chainsaw Massacre Beginning hatte ich zum Beispiel als Beispiel mal da angeführt und sowas. Ist aber wirklich jetzt schon 11 Jahre her, wo ich das geschrieben habe. Da war ich halt sehr im Thema drin, aber ich müsste mich jetzt tatsächlich nochmal einlesen, weil dann habe ich mich da auch nicht mehr weiter mit befasst. Ja, ich meine, du bist ja aber bewusst, dass wir noch über 100 verbotene Filme hier in Deutschland haben, ne? Trotz allem. Also, weil du ja, wenn du einen Film wieder von der bösen Liste runterkriegen willst, erstmal einen Antrag stellen musst. Richtig, das weiß ich. Ja. Und wer stellt einen Antrag für, sag ich mal, irgendeinen italienischen Poliziotto-Film, der irgendwie auf diese Liste gerutscht ist? Also, das wird wahrscheinlich keiner tun. Da muss man ja aber auch tatsächlich Turbine Media sehr viel danken, die sich ja echt komplett eingesetzt haben. Fängt ja sogar mit Texas Chainsaw Massacre an. Richtig. Dass sie sich da eingesetzt haben, dass der Film endlich mal vernünftig in einer schönen Edition in Deutschland erhältlich wird. Und ja, ich glaube, Turbine ist da der Vorreiter. Ja, richtig. Die haben damals richtig alles in die Wege geleitet und die haben ja auch richtig Prozesse geführt. Und also wenn du dieses Mediabook von TCM anguckst, das ist schon bemerkenswert, was die da gearbeitet haben. Absolut. Und ich glaube, Chainsaw 2 haben sie es ja dann auch gemacht. Richtig. Und das hat den Weg frei gemacht für Evil Dead und alles, was jetzt wieder rauskommt. Evil Dead und jetzt dann Dawn of the Dead und sowas. Maniac ist auch frei. Da freue ich mich natürlich. Ja, genau. Maniac ist auch. Maniac ist frei, Maniac, das Remake nicht. Und das ist noch. Das kommt vielleicht dann in 30 Jahren. Ja, genau. Also das hätte ich mir also vor 30 Jahren auch nicht vorstellen können, dass Evil Dead mal im Fernsehen läuft, uncut. Nee. Einfach so. Ja, das war ja das Ereignis für, ich weiß noch, ich war da war ich damals, das war Texas Chainsaw Massacre, wo der zum ersten Mal im Fernsehen lief. Da war ich nämlich bei Marcel Walz gewesen, da hat er noch in Deutschland gelebt. Und das war irgendwie so das Ereignis unter uns allen da irgendwie. Ja. Jeder hat dann Kabel 1, Kabel 1, Texas Chainsaw Massacre geguckt. Jeder hat ein Foto gepostet auf Facebook, ey, Texas Chainsaw Massacre im deutschen Fernsehen. Das war geil. Ich glaub's immer noch nicht so richtig, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe jahrzehntelang habe ich da gekämpft und immer drunter gelitten, dass du wirklich dir diese Filme im Ausland besorgen musst. Hundsmiserablen Kopien damals, was wir da an VHS-Kopien gesehen haben. Es war einfach nicht mehr feierlich. Ja. Jetzt plötzlich darf wieder alles gezeigt werden. Also ist doch ärgerlich. Man hat ja gar nichts mehr gegen was verkämpfen müssen. Das ist richtig. Ja, aber dafür setzt man sich dann für die neuen Filme dann ein. Irgendwann. Ja, ich hoffe einfach, wenn da mal was Gutes dabei ist. Also ich bin ja auch nicht so der Freund von den neueren Horrorfilmen, bin ich ganz ehrlich. Weil halt die sehen auch alle gleich aus, ne? Fühlen sich auch alle gleich an. Fühlen sich alle gleich an, genau. Ja. Du kannst also sagen, so eine halbe Stunde Einleitung, dann kommen ein paar Jumpscares. Genau. Am Ende darf das böse Monster mal kurz auftauchen, das war's dann. Richtig. Und die Fortsetzung, die ist dann schon gesichert. Ja. Und das Prequel und das Spin-off. Ja, genau. Oh, du bist ja genauso zynisch wie ich. Ist ja gemein. Aber wir hatten hier in Deutschland auch einen guten Genrefilm vor 2 Jahren, ne? Ein Schneewittchen. Oder wie hieß das? Schneeflöckchen. Habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Ist an mir vorbeigezogen. Das ist also, sag ich mal, so ein deutscher Tarantino. Okay. Ist garantiert an Tarantino angelehnt, fängt also auch mit einer Szene in der Dönerbude an. Hat aber so eine hübsche Story über ein Drehbuch, das während des Films geschrieben wird und das die Hauptcharaktere in die Finger kriegen. Die kriegen ihr eigenes Drehbuch in die Finger und versuchen dann, das Drehbuch umzuschreiben, während sie im Drehbuch drin sind. Also alleine die Grundidee ist so schön absurd. Ja, dass man sich wundert, dass sowas in Deutschland durchkommt. Und der ist relativ groß gelaufen und war auch recht erfolgreich. Also, der ist komplett an mir vorbeigezogen. Schneeflöckchen heißt er. Kleiner, netter Film. War ich vielleicht mit was anderem gerade beschäftigt. Ja. Ja, vielleicht hast du da gerade einen Film gedreht. Vielleicht, weiß man nicht. Das könnte hinkommen. Okay. Ja. Nochmal zu deinem Hauptdarsteller. Wie bist du auf den gekommen? Auch den Marc bin ich gekommen. Ich habe für den Timo sein Reeperbahn geschnitten damals. Ach, stimmt, da spielt er mit, ne? Genau. Er spielt da den Ufuk. Ja. Und er und halt auch Max Evans, die beiden, die haben mich komplett
begeistert beim Schneiden. Ich dachte mir so, boah, sind, die beiden sind echt, echt gut. So, mit beiden auch richtig gute Freundschaften mittlerweile entstanden. Mark halt durch Scars und Max einfach, weil man immer wieder in Kontakt war. Und deshalb, er spielt ja halt auch in Ill, halt auch ja. In The Cabin halt mit. Und wo ich dann halt Reeperbahn geschnitten habe, kam dann halt, es kam halt so dieser Wunsch halt irgendwie auf, auch einen Spielfilm zu drehen, ne? Weil ich ja vorhin schon gesagt hatte. Und da ich halt auch schon immer so Serienkiller interessiert war, wollte ich dann halt auch einen Serienkiller-Film dann irgendwie machen. Und hatte dann einfach Mark auf Facebook angeschrieben. Du, ich habe hier eine Idee gerade. Ich hätte Bock, einen Serienkiller-Film zu machen. Ich hätte dich gerne als der Serienkiller und hättest du da Bock drauf, den Killer zu spielen. Und er hat mir im Grunde sofort die Zusage dafür gegeben, obwohl es noch gar nichts gab. Also es gab kein Drehbuch, es gab keine Story, es gab nur, ich will einen Serienkiller-Film machen. Und ja, so reicht ja auch, dann. Ne? Reicht, also für Mark reichte es. Mhm. und so ging das dann halt weiter. Dann haben wir halt tatsächlich uns Nummern ausgetauscht, anstatt über Facebook zu schreiben. Und wir haben, glaube ich, fast täglich, weit über ein Jahr täglich geschrieben miteinander. Und immer, ey, Mark hatte dann auf einmal wieder eine neue Idee. Dann hatte ich eine Idee und wir haben uns dann ausgetauscht. Und ja, so ging das dann seine Wege. Aber der ist ja so intensiv im Film. War der auf dem Set genauso intensiv? Ja, also Marc, schon vorher war er da sehr drin in dieser Rolle. Ich hatte halt zum Beispiel die Idee oder die Vorgabe gehabt, dass Xavier, weil er halt schon so lange aktiv ist, halt auch sehr dürr sein muss. Also er kann jetzt kein wohlgenährter, dicker Mann sein. Gibt's natürlich auch, aber ich habe ihn halt eher gesehen, nachtaktiv, runtergehungert und sonst irgendwas. Ja, und das hat dann Mark halt als Ansporn genommen und hat dann, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo er am Ende tatsächlich abgenommen hat. 53 war er, auf 53 war er nachher, hat er mir gesagt. Genau. Also er war knapp über 50, war er runter, hat sich halt wirklich komplett runtergehungert. Er hat sich vor den Dreharbeiten und auch während der Dreharbeiten weitestgehend komplett isoliert, wo wir die Wohnung von Xavier so weit eingerichtet hatten, hat er sich dann auch eine Woche oder zwei Wochen in diese Wohnung eingeschlossen. Und hat die Wohnung nicht verlassen, nur um halt mal die nötigsten Einkäufe zu machen und dann wieder zack in die Wohnung zurück. Er hat angefangen, ein Tagebuch als Xavier zu schreiben und hat Messertricks gelernt und saß auch einfach mal nur still da und hat die Wand angestarrt. Also das komplett in der Rolle aufgesetzt. So da eingetaucht. Also der hat wirklich alles gegeben, was er hätte geben können. Und das siehst du auch, im Film. Also ja. Das ist eben das Verblüffende. Dass du da hast du eben so eine Joe Spinell-Performance, ne, wo wirklich alles drinsteckt. Ne? Und was ich toll finde, ist, dass Xavier eben auch einen Tagesjob hat. Den hatte ja Joe Spinell im Maniac nicht. Der hatte ja keinen Job. Der war ja einfach nur nachts unterwegs. Aber Xavier hat ja einen super Job, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, ob er das beste Gehalt da verdient, aber er geht halt einer Arbeit nach. Er ledert gut ab. Genau. Nee, das war halt aber auch wichtig zu zeigen, dass, weil irgendwie muss ja dieser Typ leben, auch trotz allem von irgendwas. Mhm. Und da dachte ich mir, komm, so einen kleinen Larifari-Job, wo sich auch keiner um denjenigen kümmert, der halt diese Arbeit danach geht, im Grunde. Fliegt halt unterm Radar. Naja, genau. Er bleibt tagsüber schön unsichtbar und ja, nachts ist er dann so lange unsichtbar, bis er gesehen werden will. Genau. Sagen wir mal so. Und dann kommt irgendwann das schwarze Ende. Ja, also. Im wahrsten Sinne. Haben wir den Leuten jetzt Lust genug gemacht auf den Film? Ich denke, ja, oder? Ja, ne? Würde ich sagen, weil es sind ja hier schon wieder 35 Grad bei mir in der Wohnung. Bei dir auf dem Balkon dürfte es auch nicht viel kühler sein heute. Kommt hin. Ja, es ist grausam. Also im Moment ist wirklich. Aber es geht. Also ich habe jetzt hier gerade noch Schatten zum Glück. Naja, also bei mir ist hier. Die Sonne ist erst ab nachmittags hier auf dem Balkon. Ja, geht das. Also wir haben einen blöden Zeitpunkt ausgewählt, muss ich sagen, von der Hitze her. Ja, das schon. Aber wie gesagt, du willst ja, du lässt mich ja nicht mehr los. Nee. Also ich werde dich unter Beobachtung halten. Ich werde mir die Kurzfilm-Collection demnächst dann besorgen aus Italien. Und werde die kriegst du bei Tetro-Video.
Tetro-Video. Da kann ich das, Tetro, genau. Hast du da einen Link, den du uns dann irgendwie noch geben kannst? Den ja, ich dann auch, ja. Kann ich dir gleich mal rüberschicken, dann kannst du das gerne dann auch. Packe ich dir nämlich auch noch direkt unten in die Shownotes rein, dass die Leute direkt bestellen können. Und deinen nächsten Film, ich halte ja Kontakt, ich werde bei Evil Ed das auch immer wieder erwähnen, wenn da irgendwas Neues kommt. Wenn du bei den Dreharbeiten vielleicht mich mal einlädst, bin ich da, wenn du hier in der Nähe drehst. Also ja. Machen wir gerne. Bin ich immer für zu haben oder sowas. So weit bin ich natürlich noch nicht, um zu wissen, wo ich drehe, aber wenn sich was tut oder von mir aus auch darauf, irgendwann werde ich bestimmt auf jeden Fall in der Umgebung wieder was drehen und dann spricht dir nichts dagegen. Wenn du in Hawaii drehst und mich einlädst und mir den Flug bezahlst, ja, käme ich natürlich eventuell auch rüber. Müsste ich dann überlegen. Ja, aber unter Protest, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Ich müsste das erstmal hier so mit meiner Verwandtschaft klären, ob das überhaupt ginge. Weil irgendeiner muss ja die Katzen füttern währenddessen. Ne? Das ist immer wieder im selben Boot. Ja gut, dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch. Ich habe zu danken. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Alles klar. Und ciao. Schmelz nicht dahin. Nee, noch geht's.